Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Tutorial hier auf diesem Kanal. Der liebe Luki hat gefragt, wie man das einstellen kann, dass eine Sämaschine alle Fruchtsorten, die es im LS19 gibt, dabei muss ich sagen, natürlich nur die Standardfruchtsorten, ja, wie eine Sämaschine diese alle ansehen kann. Das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Und darauf betone ich nochmal, wirklich nur die Standardfruchtsorten, die es im LS19 gibt. Es gibt mittlerweile ja auch schon Karten, die haben noch weitere Fruchtsorten, die müsste man dann noch dazu schreiben. Ja, kommen wir jetzt erstmal zu den Sachen, die wir brauchen. Natürlich einmal wieder den Mod. Den habe ich hier. Dann Notepad++ und diese Zeile, die werde ich in den ersten Kommentar reinpacken. Ihr könnt euch das da einfach rauskopieren. Gut, das kann dann gleich aufbleiben. Als erstes machen wir wieder einen Ordner von unserem Mod. Dies habe ich jetzt hier schon gemacht. Dann sieht das Ganze wieder so aus. Ich kann euch das nochmal zeigen, wie das funktioniert. Also, wenn ihr Winrar habt, dann rechtsklickt da drauf. Auf Umbenennen, dann drücken Steuerung und C. Weil dann haben wir den Namen kopiert. Dann machen wir Rechtsklick auf Desktop, auf Neu, Ordner. Fügen dann den Namen da ein. Ich mache da jetzt noch ein T hinter. Sonst stresst der PC gleich wieder rum. So, dann haben wir ja einen Ordner. Dann öffnen wir das Ganze. Und fügen das dann einfach so in den Ordner ein. Weil ich immer wieder unter verschiedenen Videos sehe, ja, wie macht man das? Wie geht das? Ganz wichtig dabei ist natürlich, ihr braucht Winrar. Naja gut, darum soll es ja gar nicht gehen. Dann gehen wir ganz einfach in unseren Mod und gehen in die XML-Datei. In meinem Fall ist es jetzt ja der JD 8350. Den öffnen wir mit Notepad++. Dann sollte das Ganze ungefähr so bei euch aussehen. So, dann müsst ihr erstmal gucken, hier bei Typ Desk muss auf jeden Fall genau das stehen. Weil sonst habt ihr einen falschen Mod, dann, ich weiß nicht, ob es dann auch funktioniert, aber ich glaube nicht. Gut, wenn das auf jeden Fall bei euch steht, dann drücken wir Steuerung und F, damit sich dieses Fenster öffnet. Und geben ein Seed Root und klicken auf Suche weiter. So, da sind wir dann auch schon. Ihr seht, steht jetzt hier schon was. Das machen wir ganz einfach. Wir klicken hier zwischen dieser Klammer und dem S. Dazwischen klicken wir, machen ein Ausrufezeichen und zweimal diese Bindestriche. Dann seht ihr, ist ab hier jetzt alles grün. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nur diese Zeile ausklammern. Dann gehen wir hier hinten nach dem S und zwischen der Klammer und machen da wieder zwei Bindestriche. Dann ist nur diese Zeile grün und der Mod wird diese Zeile dann nicht lesen. Dann drücken wir mal Enter, gehen dann hier rein und kopieren uns einfach diese Zeile mit Steuerung und C. Fügen die hier ein. So, und hier seht ihr, sind jetzt alle Fruchtsorten, die habe ich da vorhin alle reingeschrieben, auch hier mit Baumwolle, sind jetzt hier aufgelistet. Wenn ihr sagt, ihr habt eine Map mit, keine Ahnung, irgendeiner Fruchtsorte, die es nicht gibt, ich sage jetzt mal, ich weiß, dass es jetzt eine LS19-Karte gibt, da gibt es Hanf, ihr möchtet das hier hinzufügen, klickt ihr hier hinter Gras, macht Leerzeichen. Ja, ich weiß nicht, wie das heißt. Ich schreibe jetzt mal beispielsweise Hanf dahin. So, und schon habt ihr dann eine weitere Frucht hinzugefügt. Haben wir jetzt aber ja nicht. Also lassen wir das Ganze. Genau, wenn ihr diese Zeile dann einfach so eingefügt habt, so wie ich jetzt, können wir oben schon auf Speichern klicken. Und das war es dann hier auch schon. Können wir das Ganze schließen. So Leute, und jetzt genau wieder aufpassen, weil
Da fragen auch einige Leute immer, wie packt man einen Mod wieder? Ganz wichtig dafür ist, ihr braucht wieder Winrar. Das könnt ihr euch wirklich kostenlos im Internet downloaden, sonst haue ich euch noch einen Link mit in die Videobeschreibung. Auch kein Problem. So, ihr markiert auf jeden Fall erstmal diese ganzen Sachen. Macht dann Rechtsklick und dann steht hier zum Archiv hinzufügen. Da klickt man drauf und dann hier auf Archivformat auf ZIP. Und dann klicken wir einfach auf OK und schon habt ihr die ganze Sache. Das füge ich jetzt in den Mods-Ordner ein vom LS19, ganz normal. Und dann sehen wir uns gleich im Spiel wieder. Und dann zeige ich euch, dass es auch wirklich funktioniert hat. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Jetzt im Spiel. Mache ich einmal die Karte weg. So. Dann gehen wir jetzt natürlich in den Shop. Unter Seetechnik. Hier hinten ist der Mod. Und hier unten könnt ihr schon sehen, sind eigentlich alle aufgelistet. Ne, ich glaube, einer fehlt, weil der Platz wohl nicht gereicht hat. So, dann kaufen wir den jetzt einmal. Wir kaufen uns direkt noch einen Traktor dazu. Ja, kaufen uns erstmal diesen hier. So, dann zeige ich euch, dass es auf jeden Fall auch funktioniert hat. Machen das Ding mal hinten dran. Jetzt könnt ihr ja neben dem Tacho sehen, steht da Weizen. Jetzt drücke ich mal die ganze Zeit Z und ihr werdet sehen, jede Fruchtsorte wird da aufgelistet. Also jetzt Weizen, Gerste, Hafer, Sonnenblumen, Baumwolle, Sojabohnen, Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben, Ölrettich, Pappel und Gras. Und da fängt das gleiche von vorne an. Also wie ihr gesehen habt, ist es nicht schwierig, eine Sämaschine so umzumodden, in Anführungsstrichen, dass ihr alle Fruchtsorten mit einer Maschine ansehen könnt. Ja, das soll es auch schon gewesen sein von diesem Video. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr es gerne mit einem Like zeigen, so wie immer. Und für alle, die noch nicht abonniert haben, könnt natürlich gerne wieder kostenlos abonnieren. Falls ihr weitere Wünsche habt, lasst es mich wissen. Und dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Video und ciao.